Tutte Royal 11. Es geht immer noch gegen Joko Winterscheid, es geht immer noch Medienkanzler und jetzt geht's rund. Jetzt geht's richtig rund. Erstens, Schnauze voll von irgendwelchen Videoclips von Nerds, Vollpfosten, Trollen. Hey, der Video ist aber scheiße, der Ton ist scheiße, der ist scheiße. Hey, hoi, wir sind bei YouTube. YouTube, das ist ein Kanal, wo jeder Hinz, Panz, Pumps seine Sache reinplanken kann. Grottenschlecht, noch schlechter, ganz schlecht. Ja, aber Kritik üben, immer nur Kritik üben. Ach, der Ton ist scheiße, der Typ ist scheiße. Guck mal, Leute, Kritik ist okay. Wirtschaftliche Kritik, Kritik, wie man was machen könnte. Ach, ich habe in Amerika studiert, meine lieben Freunde. Es ist schon verdammt lange her, hat Herr Theo Lingen einen ausgebildet. Und Herr Theo Lingen, das war Gradlinigkeit, der war nicht so lustig, wie in den Filmchen zu sehen waren. Also privat waren die Herrschaften alle knallhart, Gewehr bei Fuß, meine lieben Freunde. Und da wurde aber wirklich, ja, und der Müll, der seit 2002 sich Studium nennt, ja, früher waren es noch Talente, früher waren es noch Künstler, früher waren das Leute vom Theater, ja, vom Theater, die zum Film kamen und weit, weit, weit davor, wie alles mal entstanden ist. Vor allen Dingen in den wilden 30er Jahren, wie alles noch schwarz-weiß war, ja, da wurde experimentiert. Und das waren die Stars, die nachher leider arm verstorben, wie Dick und Doof, Stan Laurel und Oliver Hardy, Charlie Chaplin. Das waren Größen, ja, die haben nichts studiert, die haben probiert, ja. Laterna Magica mit dem ersten Film, wo die Bahn da auf die Leute zukam, Teufelswerk. Wow, wie der Zug da den Leuten entgegenkam, sprangen und was weiß ich, tobten die Leute da. Hallo, Film war so gefährlich für die, boah, das Zelluloid, ja, das Zelluloid beim Arbeiten ist in Flammen aufgegangen. Wer von euch weiß das denn überhaupt noch? Ja, heute ist Script Entertainment, Script Entertainment, ja, alles Vorschrift. Die Medienlobby sagt dir, was du zu tun hast. So ein Videoclip darf überhaupt niemals gesendet werden, weil die Lobby dagegen. Oder irgendein Schauspieler hat ja immer Kritik, ne? Oh, das ist doch scheiße. Guck mal. Hallo, ich spring doch nicht wegen euch in die Maske. Macht doch nicht meine Haare. Ich werde den Teufel tun, mir die teure Kamera holen, das teure Stativ holen, die steuern Galgenbaum da. Ja, ich mach jetzt genauso Videoclips wie Joko Winterscheid, nur er ist ja der Mogul. Der darf sich in die Nase bohren, der darf vom PC sitzen, ja, vom teuren Laptop, ja, und darf da was bestellen, der darf sich einen Apfel reinhauen, der darf gar nichts machen, der kann sogar pennen, 2 Minuten Musik hören, dann ist das Kult für jeden, weil das ist ja spitze, der Ton stimmt, alles stimmt, supi, supi stimmt. Aber wenn einer eine Kampfansage macht, als Medienkanzler, der das wirklich gelernt hat, aus der alten Fachschule, wirklich, long, long time, ja, wirklich her. Damals gab es Quereinstieg, kein Beruf. Den Beruf, den gibt es nämlich erst seit 2002 und Studium erst recht. Mahlzeit!